In der Immobilienbranche ist es ja so, ich habe eigentlich überwiegend mit Männern zu tun und heute habe ich mal hier einen weiblichen Gast, der sehr erfolgreich im Immobilienbereich ist und auch schon einige Investments getätigt hat. Hallo Laura. Danke für deine Zeit. Hallo Und Fabian. wir sprechen jetzt mal darüber, wie Laura in den jungen Jahren schon ihre erste Immobilie gekauft hat. So, jetzt ist mal die Frage, wie kommst du überhaupt auf die Idee, sowas zu machen? Weil ich zum Beispiel habe jetzt viele Erfahrungen halt gemacht mit Käufern von Immobilien, mit Verkäufern und so weiter. Da sind ab und zu mal Frauen dabei gewesen. Das waren dann aber irgendwie so gezwungene Situationen wie eine Erbengemeinschaft oder sonst was. Ja. Aber so eine reine Kapitalanlage habe ich jetzt eigentlich noch nicht so mitbekommen, dass da ein Mädel da Dass die Frauen das Interesse. kaufen. Genau. Ja. Nee. Habe ich noch nicht, also noch nicht so mitbekommen. Ich wollte einmal an die Schwester eines Freundes, wollte ich eine Immobilie verkaufen als Kapitalanlage, zu einem Freundschaftspreis sogar. Also es war sehr günstig. Und dann hat es halt nicht geklappt am Ende des Tages aus verschiedensten Gründen, die ich halt absolut nicht nachvollziehen konnte. Aber das ist auch nicht mein Thema. Ich habe es jetzt am Ende des Tages trotzdem verkauft, aber deutlich teurer an einen Dritten sozusagen. Wie kamst du auf die Dein Idee? Glück. Ja, also für mich war es gut, was das Finanzielle halt angeht, klar. Aber auf der anderen Seite hätte ich ihr schon gern die Wohnung dann gegeben. Ja. Ja. Ja, absolut nachvollziehbar, was du sagst. Das ist genau das, was ich auch in den vielen Jahren, wo ich jetzt in der Immobilienbranche schon tätig bin, also 11 Jahre mittlerweile, auch immer wieder festgestellt habe. Ich habe im Job eigentlich nur mit Männern zu tun, Ja. was für mich keinesfalls nachteilig ist. Ja, die Transaktionen haben immer super geklappt. Aber es sind halt kaum Frauen in dem Bereich tätig und ja, die Verwalter sind männlich, die Notare sind männlich, die Transaktionsmanager sind männlich, die Eigentümer sind männlich und eben die Käufer auch. Und ja, so geht es eben seit 11 Jahren bei uns im Büro. Und ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wo ich mal Frauen mit in der Transaktion hatte, die entweder Eigentümerin waren oder Käuferin waren. Und das finde ich ein Zustand, den man verändern muss. Ich habe es ja selber auch früh verändert für mich. Und mit dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe und was auch im Frühsommer jetzt frisch erschienen ist, Blondinen können alles außer Geld, will ich so ein bisschen ja, als Role Model vorangehen und Ja, auch hast du mir die erst hier Ängste mitgebracht nehmen. auch. Danke dafür. Genau, ja, gerne. Ja, so ein bisschen Ängste nehmen, Do's und Don'ts Ja. runtergeschrieben, ja, so ein bisschen Hilfestellung auch geben für Frauen, die sich vielleicht nicht so trauen, weil sie sich das nicht zutrauen, weil sie sich damit nicht befasst haben, weil sie denken, dass es nicht irgendwie ihr richtiges Metier ist oder so. Da einfach ein Na, bisschen okay. Hilfestellung zu geben. Und ja, absolut. Also Frauen sind da wenig vertreten in dem Bereich und ich hoffe, dass es sich schnell ändert. Was war dann für dich damals mit der ersten Wohnung so der Antrieb, so der Triggerpoint, ich kaufe die jetzt? Wie kam's? Furchtlosigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also viele Frauen sind ja sehr zurückhaltend, weil sie denken, sie wissen nicht genug über das Thema, weil sie vielleicht Angst vor großen Zahlen haben. So eine Wohnung, ja, kann man ja nicht für ein paar wenige tausend Euro irgendwie kaufen, sondern halt, ja, braucht dafür einen gewissen Betrag an Eigenkapital und an Fremdkapital. Und es sind große Zahlen und Frauen haben davor vielleicht mehr Angst als Männer, weiß ich nicht, oder Respekt. Denken, sie kennen sich zu wenig aus und machen es dann schlussendlich nicht. Ich Ja. denke, das ist ein Riesenfehler, weil sie sich eine ganz große Chance eben verbauen für die Zukunft, weil die vermietete Immobilie zur Kapitalanlage ja einfach eine ganz wichtige Säule ist im persönlichen Vermögensaufbau. Ja, das ist richtig. Also das wirkliche Risiko, wenn man es jetzt mal so sagen kann, also wenn eine Immobilie ein Risiko hat, liegt halt da drin, dass irgendwie was kaputt ist, was groß ist, man muss es richten, Ja. was auch immer das sein kann, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Oder halt der Wert ist halt ein anderer, wie das, was man bezahlt hat, aber das wirkliche Risiko liegt ja nicht im absoluten Wert, sondern nur in der Differenz zwischen dem, was du als Kredit hast und zwischen dem, was sie halt Wert hat. Wenn die Immobilie zum Beispiel 100.000 finanziert ist und die ist nur noch 95 wert, ist er halt nicht irgendwie die ganze Immobilie für die Katz gewesen, sondern einfach nur die Differenz ist ja halt sozusagen das Risiko. Im Zweifel kommt man da immer Ja. mit einem blauen Auge wieder daraus dann.
Also ehrlich gesagt kann die Rendite dann trotzdem noch gut sein, weil du ja über die Jahre die Mieteinnahmen hast. Also es ist ja nicht, man muss da wirklich unterscheiden. Eine vermietete Eigentumswohnung zur Kapitalanlage ist ja kein Konsumgut, sondern eben ein Investment, wo du ja Mieterträge hast. Und die Mieterträge laufen die ganze Zeit. Du kriegst monatlich eben ein Income. Und das rechnet sich ja dann als Rendite eben über die Jahre auch. Und das andere, was du angesprochen hast mit den 95.000 zu 100.000, ist halt die Wertänderung über die Jahre. Da hat man jetzt, wenn man in Berlin gekauft hat in den letzten 10, 15 Jahren oder so, natürlich immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Yeah. Ja. Man hatte immer eine positive Wertänderungsrendite. Ja. Yeah. Vielleicht in den letzten 2 Jahren jetzt eine gewisse Korrektur, vielleicht kommen wir noch dazu. Aber du hast halt die Wertänderungsrendite auf der einen Seite, je nach Standort natürlich sehr abhängig. Und ja, aber eben die stetige Mieteinnahme. Und darum geht es mir ja eigentlich. Es geht darum, dass die Frauen ein passives Einkommen aufbauen, was sie eben ohne Erwerbstätigkeit einfach immer einnehmen und damit ihren Kredit tilgen. Und das ist ja eine der besten Anlageformen, finde ich. Also ist die Wertänderungsrendite sozusagen gar nicht das, was man im Kaufcase anschauen sollte, deiner Meinung nach, sondern halt einfach die Mietrendite. Wie viel Miete bekomme ich im Verhältnis zu meinen monatlichen Kosten? Weil so eine Glaskugel, wie viel ist das Ding wert in 15 Jahren? Keine Ahnung, du weißt kein Mensch. Nee. Genau, richtig. Also man kann sich natürlich schon, oder man muss sich natürlich mit der Lage sehr, sehr stark befassen, wenn man jetzt in die Top-7-Städte oder in deren Speckgürtel geht, hat man eigentlich kaum das Risiko, dass man eine negative Wertänderungsrendite hat, weil es sich ja da in der Tendenz schon immer nach oben bewegt. Also wir sprechen hier von 10 Jahre plus, oder? Genau, genau. Ja, das ist so der Horizont. Ich glaube, weniger macht keinen Sinn, es sei denn, man möchte wirklich Trader werden. Aber man ist ja auch sehr schnell in der Gewerblichkeit dann drin. Ja. Wenn man jetzt aber einfach nur, in Anführungszeichen, anlegen will, langfristig, dann reden wir über einen Horizont 10 Jahre plus. Ja. Und in den Top-7-Städten oder eben im Speckgürtel der Städte hat man eigentlich kein Risiko für eine negative Wertänderungsrendite. Ja, okay. Das sehe ich genauso wie du eigentlich. Also man muss halt immer langfristig auch denken und nicht von heute auf morgen. Wenn man du wirst auch mit der Immobilie nicht von heute auf morgen reich. Also da muss man sich auch schnell von verabschieden. Es gab vielleicht ein paar Fälle in den letzten Jahren, wo da welche von heute auf morgen reich geworden sind, aber ob da alles mit rechten Dingen zuging, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Genau, und ob es die Unternehmen in den nächsten 5 Jahren noch gibt, das steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Das wird sich jetzt zeigen. Genau. So eine Grundfrage auch noch immer, die mir auch persönlich schon oft gestellt wurde, dir bestimmt auch. Woher hast du das Geld gehabt für deine erste Wohnung? Ja, gute Frage. Auch ich hatte ein kleines bisschen Startkapital, aber jetzt nicht so richtig viel Spielgeld. Also ich komme aus einer ganz normalen Familie. Mein Papa ist gelernter Koch, meine Mama ist Friseurin und sind jetzt völlig branchenfremd. Ich habe selber auch eine branchenfremde Ausbildung sogar gemacht, bin Hotelfachfrau, habe dann umgeschwenkt in die Immobilienbranche und dann natürlich das ganze Lametta abgearbeitet, also viele Lehrgänge gemacht, studiert natürlich dann auch Bachelor, Master, bin jetzt Immobilienökonomin, habe das alles abgearbeitet. Aber ja, du hast gefragt, woher das Startkapital kam. Zum 18. Geburtstag habe ich von meinem Vater ein kleines Aktiendepot übertragen bekommen, wofür ich meinen Eltern auch im Nachhinein jetzt noch sehr dankbar bin, dass ich nicht irgendwie, so Konsumgüter halt geschenkt bekommen habe, was man halt manchmal so... So ein Auto? Ja, zum 18. eben so bekommt, irgendein tolles Spielzeug sozusagen für Erwachsene. sondern ich habe eben kleines Aktiendepot bekommen, das hatte mal einen Ankaufswert von irgendwie 30.000, ich glaube, es waren damals sogar noch D-Mark, dann irgendwann mal umgerechnet in Euro. Ich hatte einen relativ schlecht laufenden Aktienbestand da drin, also auch, die sind runtergegangen. Also unter den Einstand? Ja, sogar. Ja, unter den Einstand. Ja. Ich habe das dann aber verkauft,
hatte das dann auf der hohen Kante liegen. Mit Verlust sozusagen. Ja, ja, ich habe es mit Verlust verkauft, weil es war ja für einen guten Zweck. Mhm. Ich wollte eben ein Kapital auf der hohen Kante haben. Es waren damals dann so 15.000 Euro ungefähr. Und habe dann eben auch gearbeitet natürlich, parallel als Maklerin damals auch schon. Ich war ja 23 und habe meine ersten Eigentumswohnungen ja auch verkauft und da die Provisionen gezogen, habe das alles gesammelt, gespart und hatte dann mein Eigenkapital für den ersten Kauf schon relativ zügig zusammen. Wie teuer war die dann, die erste Wohnung, die du gekauft hast? Das waren damals 53.000 Euro. Ja. Hast du ja schon fast ohne Finanzierung dann die kaufen Ja, können. Fast. Genau. Also ich habe eine kleine Finanzierung aufgenommen. Damals waren die Zinsen übrigens gar nicht viel besser als heute. Ja, also wenn man jetzt sagen würde, irgendwie, ja, damals und vor 10 Jahren plus und so, war eine ganz andere Zeit. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also Zinsen hab ich auch in meinem Darlehen bei 3,5%. Und jetzt zahlst du ja auch 3,8 bis 4. Also würdest du es wieder machen, so wie damals, dass du quasi so viel Eigenkapital einsetzen würdest, wenn du es hast? Oder würdest du sagen, so, ey, ich versuche 110% von der Bank? Nee, also 110% von der Bank würde ich nie versuchen, zumal es das heute auch gar nicht mehr gibt. Also die Banken, also jetzt aktuell sind die Banken ja sehr restriktiv, verlangen eigentlich von dir 40-50% Eigenkapital. Das ist vielleicht der Hauptunterschied auch zu der Zeit so von vor 10 Jahren, wo ich meine erste Immobilie gekauft habe. Ich hatte zwar das Geld, aber bei mir, also ich habe nicht so viel Eigenkapital reingebracht, also keine 50%. Okay. Das brauchst du aber heute schon eher. Also 30-40% wollen eigentlich die meisten Banken sehen. Das heißt, wahrscheinlich brauchst du länger eben Ansparphase, um das eben vorzubringen, um dann deine erste Immobilie zu kaufen. Okay. Würdest du sagen, solche Immobilien, wie du damals gekauft hast, also zum 3,5% Zins, habe ich noch im Kopf, ja, zu dem Kaufpreis von deiner Wohnung, die schon recht günstig mir scheint, gibt es sowas aktuell dann auch wieder, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, oder sind wir da noch nicht ganz angekommen? Doch, würde ich sagen, schon. Also meine Rendite war damals zum Ankaufszeitpunkt relativ schlecht, weil ich hatte eine Altmieterin in der Wohnung, die hat da zig Jahre gewohnt, die hat mich auch nicht in ihre Wohnung reingelassen. Ja? Also ich habe die Wohnung gekauft, ohne sie zu besichtigt zu haben, aber mit Fotos vom Verkäufer eben vor Einzug dieser Mieterin. Ich konnte mir denken, durch ihr Verhalten, dass sie mich halt nicht reinlässt, dass sie wahrscheinlich eher nicht so eine zuverlässige Mieterin ist und die Wohnung wahrscheinlich jetzt auch nicht in einem Top-Zustand hinterlässt. Ja. Genauso war es auch. Also solange wie sie drin war, hat sie halt eine schlechte Miete gezahlt, relativ gering. Ist dann aber nach, glaube ich, 4 Jahren oder sowas ausgezogen. Ich musste die Wohnung komplett sanieren, war mir aber klar. Also ich hatte mich gedanklich darauf eingestellt. Dass es irgendwann kommt? Halt, ja, oder? Absolut. Also wenn die Frau da auszieht, werde ich die ganze Wohnung machen müssen. Hatte ich für mich einkalkuliert, auch immer entsprechend zurückgelegt, dass mich das dann nicht schockiert. Und dann habe ich die Wohnung saniert und jeweils dann neu vermietet für eine Marktmiete. Und ab da an war die Rendite gut. Welche Gewerke hast du alles gemacht? Ich habe tatsächlich die Wohnung wirklich grundständig saniert. Ich habe sogar neue Dielen verlegen lassen. Das ist ein ganz schöner... Solche richtig dicken Holzdielen? Ja, ja, genau. Altbau-Style. Ja, genau. Okay. Obwohl die Wohnung nicht mal in einem Altbau ist. Also, ob ich das jetzt heute nochmal machen würde, weiß ich nicht. Ja, es war, mir hat es halt persönlich gut gefallen. Ja, genau. So, ja. Also, es war schon ganz schön teuer, auch so dieses Gewerk alleine. Aber es hat ein gutes Ergebnis gebracht. Also neue Dielen, ich habe das Bad komplett saniert, neue Dusche rein, neue Keramik und so weiter. Ich habe eine Einbauküche einbauen lassen, ich habe gestrichen. Ja, und somit war an Elektrik der auch? Elektrik auch, ja, Elektrik auch. Also ich habe tatsächlich alles an der Wohnung gemacht, außer die Fenster und die Wohnungseingangstür. Okay. Und Da waren wir wahrscheinlich auch bei 30.000 bis 40.000 Euro dann auf der Uhr. Ich hatte 17.000 im insgesamt bezahlt. Ah, okay, also auch schon eine Weile her, aber wahrscheinlich. Genau, ja, ja. Also für den Preis würdest du es nicht mehr inkriegen jetzt, oder doch? Kommt drauf an. Also, ich würde es vielleicht auch wieder hinkriegen, nur das war ja eine sehr kleine Wohnung. Ja. Also 30 Quadratmeter, ja. Für
für 16.000 ist schon relativ hochwertig saniert dann. Ja. Wenn ich jetzt heute größere Immobilien kaufe, dann ist natürlich auch ja, der Amount, die Summe höher, die ich jetzt für die Renovierung dann brauche. Aber ich denke, ja, so im Schnitt ist es noch vergleichbar, ja. Ja, wir wollen ja hier ein paar Frauen motivieren, auch mal so Eigentumswohnungen als Kapitalanlage sich zu kaufen. Ja. Ist es dann irgendwie so eine Hürde, die so groß ist? Oder war das für dich jetzt schwierig, da jetzt die Sanierung zu organisieren? Hast du da jemanden gekannt? Hast du einen beauftragt, der alles gemacht hat? Hast du geguckt, ich mache den für den Boden, den für Elektrik? Hast du da ein bisschen dich umgeschaut? Und kanntest du dich auch schon ein bisschen aus in der Materie? Oder hast du einfach so mal blind irgendeinen Handwerker drauf losgelassen, dann vom Prozess her? Weil ich glaube, davor haben halt viele Angst, ja, gerade so eine ungesehene Wohnung zu kaufen. Ja. Wo ich aber jetzt auch sagen kann, weil ich es schon ein paar Mal gemacht habe, die ungesehene Wohnung, wenn die Miete pünktlich immer kommt und die Rendite passt halbwegs und dafür ist aber der Sachwert extrem günstig, den da übrigens auch die Bank halt verifiziert im Finanzierungsprozess, weil wenn da irgendwas komplett nicht passt, sagt dir die Bank ja eh. Deswegen war das jetzt einfach einen blinden Handwerker beauftragt oder? Also ich habe einen Handwerker schlussendlich beauftragt, der alle anderen Gewerke beaufsichtigt hat. Für mich war das eine sehr entspannte Situation. Mhm. Ich habe dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr bezahlt oder zu viel bezahlt für die ganze Renovierung. Das mag sein. Ja. Aber für mich war es sehr stressfrei, weil ich hatte nur einen Ansprechpartner, Herr Spasow. Und mit dem habe ich dann halt immer alles abgesprochen und er hat alles umgesetzt und ich war auch am Ende sehr zufrieden. Ja. Ich hätte es vielleicht günstiger bekommen können, wenn ich halt wirklich für jedes Gewerk einen einzelnen Handwerker gesucht hätte. Ja. Und darauf würden wahrscheinlich davor haben wahrscheinlich die meisten Frauen Angst so oder Respekt, dass es auch so viel Zeit kostet und dass es irgendwie so schwer ist. Und man hört ja auch immer, Handwerker finden es so schwer. Und also ja, je nachdem halt, wie das Zeitdeputat so ist und wie sehr man sich reinhängen will. Mhm. Ich habe halt so ein bisschen mir einen schlanken Fuß gemacht, einen genommen, der alles für mich so organisiert, habe dafür vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt, aber es muss jeder für sich selber wissen. Also ich würde es heute genauso wieder machen. Ich würde mir einen suchen, der alle Gewerke steuert und wo ich im Endeffekt am Ende ein tolles Ergebnis sehe für einen okayen Preis, der dann halt nicht der günstigste Preis ist, aber ein okayer Preis ist. Ja, das finde ich auch richtig so, weil dein Kerngeschäft ist ja ein ganz anderes und dein Business Case muss einfach aufgehen. Ja. Und wenn der Business Case besser oder okay aufgeht, beide Fälle passen, dann würde ich auf jeden Fall den Fall nehmen, dass du halt persönlich halt keinen Stress hast, weil am Ende des Tages, wenn du dann, ich kenne halt Leute, die halt meinen, die müssen es auf den letzten Euro optimieren. Genau. Dann war es halt vielleicht 5.000 Euro günstiger. Aber was alles auf der Strecke geblieben ist, an Zeit und Aufwand, das rechnet keiner hinterher mehr. Genau, richtig. Ja, genau, was deswegen, du sagst. Ja, auf jeden Fall einfach einen Profi da ranlassen. Natürlich kann man sich da auch vertun. Von der Auswahl der Handwerker. Auf jeden Fall. Muss man halt aufpassen. Bis vielleicht Referenzen an sich schauen von dem oder so. Auf Tipps von Freunden höre ich persönlich nicht so gerne. Weil wenn dann halt mal angenommen, es klappt was nicht, und wer ist dann schuld? Ja, ja, genau. Dann ist halt immer die Frage, so, ist das dann das freundschaftliche Verhältnis gefährdet oder keine Ahnung. Deswegen würde ich halt einfach das rein sachlich dann beurteilen, ob man den nimmt oder nicht. Also das Wichtigste ist halt, was ich jetzt so gesehen habe, ich habe jetzt schon einige Wohnungen auch sanieren müssen. Mhm. Und das A und O ist einfach während der Sanierungsphase, also wenn du einen hast, der alles steuert, dann sparst du zwar Zeit, aber tu dir wenigstens die Mühe, dass du auch ab und an mal hinfährst und guckst, wie geht alles voran, wie sieht es aus, ist das so, wie wir das besprochen haben, ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil sonst wird es halt schwierig. Also die Handwerker entwickeln halt gerne auch ein Eigenleben, so. Ja. Verbauen dann irgendwelche Sachen, die günstiger sind oder machen es halt irgendwie auf einen einfachen Weg so, dass es ungefähr so passt, wie es eigentlich sein soll. Mhm. Das muss man halt so ein bisschen vermeiden, weil es wird dann im Endeffekt auch teurer, wenn du halt dann noch Korrekturen beauftragst, so, die du eigentlich während der Bauphase schon hättest erkennen können und ausmergeln können. Also das hab ich gelernt und aber eigentlich auch von Anfang an befolgt. Also ich war wirklich oft auf meinen kleinen Baustellen und habe dann immer nach dem Rechten geschaut. Ja, und ich glaube, das war gut.
Würdest du die Strategie jetzt weiterhin so durchziehen? Also du hast im Vorgespräch mir schon gesagt, du hast immer in regelmäßigen Abständen gekauft, unabhängig wie der Markt steht. Ja. Und du kaufst jetzt auch weiterhin? Ja. So eine Wohnung im Jahr oder alle 2 Jahre oder, genau, oder ein Haus? Genau. Im Jahr, alle 2 Jahre? Also eine Immobilie ist jetzt egal, ob das eine Eigentumswohnung oder ein kleines Mehrfamilienhaus ist. Ja. Es ist mir wichtig, dass die Wohnung, also die oder die Immobilie, die Rechnung für diese Immobilie in sich halt stimmig ist. Und da ist mir so ein bisschen der Zeitpunkt egal, also ob jetzt die Leute sagen, oh, jetzt sind die Preise gefallen, jetzt muss man wieder einsteigen, oder ob die Leute sagen irgendwie, boah, du kaufst zu Höchstpreisen oder so, oder in so einem Markt hoch. Ja. Man kann ja sowieso den Immobilienmarkt nicht über einen Kamm scheren. Also es gibt immer Opportunities und du musst halt wachsam sein und zum Teil auch mal einfach länger suchen oder mehr Angebote abgeben und halt dich auch trauen, hart zu verhandeln. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding für viele Frauen. Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich habe so den Eindruck, dass... Du kannst schon auf den Tisch auch mal hauen, ja. Also ich traue mich halt auch mal, ein schlechtes Angebot abzugeben, ja, ohne dass ich mir jetzt denke, oha, tue ich jetzt dem Verkäufer was Schlechtes oder... Das kann man ja eigentlich gar nicht annehmen oder keine Ahnung. Also mir ist es egal. Also entweder der Eigentümer nimmt es an und dann passt es offensichtlich für ihn. Oder halt nicht. Oder nicht. Und ich versuche halt die Emotionen da echt rauszunehmen und zurückzunehmen. Mhm. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Also für alle Frauen da draußen, die sich jetzt überlegen, eine Eigentumswohnung zur Kapitalanlage zu kaufen. Also Emotionen rausnehmen, finde ich extrem wichtig, weil sonst... Ja, man guckt halt dann mit dem eigenen Auge, würde man in die Wohnung einziehen, ist die irgendwie gut, ist die schön, ist die gut geschnitten, ist die gut ausgerichtet, ist die auf der richtigen Seite von der Straße, im richtigen Bezirk und so, da bezahlst du halt zu viel. Also ja, es wird sich am Ende nicht mehr so gut rechnen, als wenn du einfach guckst, dass du eine pragmatische, einfache Wohnung in einer relativ guten Lage halt kaufst, wo du immer Mieter für finden wirst, du wirst immer Mieter dafür finden. Also wir haben gerade in Berlin natürlich einen Nachfrageüberhang. Du kannst das ja jeden Tag in der Zeitung lesen. Also Mietmarkt ist eng. Viele Mieter haben es schwer, halt eine neue Wohnung zu finden, wenn sie eine suchen. Du wirst immer einen Mieter finden und das gilt auch für den Speckgürtel, für alle intakten Gemeinden halt um Berlin drumherum. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan des Speckgürtels tatsächlich, weil man da eben für einen relativ moderaten Quadratmeterpreis einkaufen kann, aber eine sehr vergleichbare monatliche Netto-Kaltmiete halt einfährt auf einen Quadratmeter. Also die Mieter in Falkensee und in Bernau und in Dalgo-Döberitz und so weiter zahlen eine recht vergleichbare Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter wie in Berlin. Also halt vielleicht nicht Zentrumslage, sondern eher so Randlage. Aber du zahlst auf einen Quadratmeter einfach ein paar hundert Euro weniger und schon ist deine Rendite besser. Ja. Deswegen bin ich eindeutiger Fan des Speckgürtels. Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Auch wenn man es dann irgendwann mal später verkaufen will, dann hat der Kapitalanleger, der es dann kauft, auch eine viel angenehmere Rechnung, wie jetzt so eine komplett überteuerte Quadratmeterwohnung in Mitte. Genau. Halt, ne? Also ich würde wirklich nie in Mitte so einen total schicken neuen Neubau kaufen, irgendwie für 8 bis, keine Ahnung, 14.000 Euro den Quadratmeter. Also es ist überhaupt nicht meine Assetklasse, weil da kannst du kein Geld verdienen. Also man konnte über die Wertentwicklung in den letzten Jahren Geld verdienen, rückblickend, aber gewusst hat, das wohl niemand. Die wussten, es gibt natürlich jede Menge Leute, die sagen, die wussten es und so weiter. Aber genau. Genau. Hinterher ist man immer schlauer. Aber davor, das vorherzusagen. Also mit diesen Immobilien halt, die besonders gut gelegen sind, die besonders schön aussehen oder so, das Herz irgendwie, was fürs Herz sind oder was fürs Auge, mit denen kannst du halt kein Geld verdienen. Also ich nenne das immer Brot- und Buttergeschäft. Relativ einfache, relativ schmucklose Immobilien, aber in einer guten Lage. Es muss jetzt nicht eine A-Lage sein, kann auch eine B-Lage sein. Aber da, wo du halt immer Miete findest, und das ist so für mich die perfekte Immobilie zum Kapitalaufbau. Wie ist denn deine Strategie damals zu heute? Also hat sich deine Strategie jetzt grundlegend verändert, was du halt kaufst? Also du tust keine teuren Deal mehr reinlegen, das wahrscheinlich, aber sonst? Nee, hat sich tatsächlich nicht verändert. Also ich bin ja auch damals nicht ganz blauäugig so in das Thema reingegangen. Und ich würde es
immer so machen. Also alle meine Immobilien würde ich zum Brot- und Buttergeschäft zuordnen. Ja. Yeah. Sind keine Trophy-Immobilien, nicht besonders schmuckvoll, ja. Aber eben gut vermietet, langfristig vermietet und machen mir keine Bauchschmerzen. Ich muss mich nicht darum kümmern. Mhm. Ich habe jeweils eine Hausverwaltung, die sich darum kümmert. Das ist so eine Mietsonderverwaltung dann? Genau. Ja. Ich mache auch nicht die Abrechnungen selber, weil ich da irgendwie 22,50 Euro im Monat sparen würde. Also bitte, liebe Frauen, versucht dann nicht irgendwie, weil ihr es jetzt perfekt machen wollt, dann auch noch die Verwaltung selber zu machen, weil man eben noch da Kreuzer spart. Mhm. Also es muss echt pragmatisch sein, es darf einen nicht aufhalten im Leben. So, ich hätte jetzt auch keine Zeit dafür, irgendwie mich um diese Mieter so zu kümmern und um die Abrechnung und was da alles so anfällt. Ja. Sondern ich habe es halt vermietet, ich habe es verwaltet, ich kriege mein passives Einkommen im Monat und das ist super fein für mich. Okay, ja gut, das macht auf jeden Fall Sinn. Und keine Arbeit ist auf jeden Fall auch das, was sich natürlich viele Leute vorstellen. Bei deinem ersten Deal allerdings hast du ja eine Wohnung gekauft, die war halt messy und wurde dann schön gemacht, um einen sehr profitablen Business Case draus zu machen. Ja, genau. Würdest du sowas wieder machen? Also so ja, mit Value-Add-Potenzial, also du kaufst was, dass du in 4-5 Jahren später dann einmal rein besser vermieten. Sowas würdest du schon machen, aber... Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so eigentlich der Best Case irgendwie. Mhm. Relativ einfache Immobilien, also auch von innen, die müssen jetzt nicht schon irgendwie fertig saniert sein, weil ich würde die dann im Ankauf, würde ich ja die Sanierung, die vorangegangen, auch schon mitbezahlen. Also mir ist es eigentlich recht, wenn der Mieter schon eine Weile drin ist, wenn die Wohnung irgendwie so durchschnittlich aussieht oder auch ein bisschen schlechter als Durchschnitt. Und schlecht vermietet ist. Ja, genau, irgendwie so auch unterdurchschnittlich vermietet ist, dann kann ich nämlich auch gut mit dem Verkäufer verhandeln. Du guck mal, du hast jetzt hier kein Schmuckstück, so. Ja, schlecht vermietet, ist in einem nicht so guten Zustand. Du hast negativen Cashflow auch, würdest du in Kauf nehmen auch? Ja, würde ich auch. Wie arg? Also wie negativ darf das sein? Gibt es auch ein Limit, wo du sagst, oh, das ist mir zu krass? Also ich will jetzt im Monat nicht krass draufzahlen. Nee. So. Es sollte sich irgendwo plus minus null rechnen. Also wenn es am Anfang plus minus null ist, ist es für mich vollkommen fein. Ich brauche nicht gleich einen Überschuss. Wenn ich mir ausrechnen kann, dass der Mieter, der ist jetzt schon 7 Jahre drin oder so, irgendwann, es gibt ja nun schon eine gewisse Fluktuation auch, irgendwann verändern sich halt die Lebensverhältnisse von den Leuten, lernen jemanden kennen, kriegen Nachwuchs, keine Ahnung, ziehen in eine andere Stadt, whatever. Und dann ist die Wohnung frei, ich kann sie sanieren und halt teurer vermieten dann. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Dann brauchst du als 6% jetzt, also 4% Zinsen plus 2% Tilgung, brauchst du als 6%, dass du plus minus null bist. Also sowas zu finden jetzt in Berlin, in Berlin ist aktuell Bereich, schwierig, das stimmt. Selten, oder? Ja, das stimmt. Also in Berlin wirst du es wahrscheinlich mit 6% Rendite jetzt schwer haben, wenn du danach schaust. Aber im Speckgürtel da geht's. Schon nicht mehr. Ja. Genau. Da musst du halt schauen. Ja. Und ja, so eine Art Trüffelschwein sein. Du musst eben gucken. Du musst dir viele Sachen angucken, vergleichen und möglichst gut für dich selbst verhandeln. Gibt es dann auch irgendwelche Methoden und Maßnahmen, die deiner Strategie angehören, wo du zum Beispiel sagst, ich kaufe jetzt diese Wohnung, die ist unterbewertet, aber dafür ist die Miete schlecht. Wie kann ich den Mieter austauschen? Gibt es da irgendwelche Tricks in deiner Trickkiste? Oder sagst du, ich warte einfach, bis er einfach von sich aus auszieht? Das Schöne ist ja, dass ich einfach mit 23 angefangen habe und irgendwie also 80 Lebensjahre noch so gefühlt vor mir hatte, jetzt sind es vielleicht noch 70 oder sowas, also ich warte, also ich werde auf keinen Fall dazu übergehen, einen Mieter rauszugraulen mit irgendwelchen Vorkommnissen, die dann auf einmal im Haus da passieren. So ein Mietaufhebungsvertrag oder so? Ja, also kann man machen, aber das ist ja auch nicht umsonst, ja, also ich habe ja im Büro auch viel Privatisierungsgeschäft begleitet und habe halt gesehen, wie über die Jahre diese Mietaufhebungsvereinbarungen immer teurer wurden. Ja. Also die Mieter wissen das natürlich auch mittlerweile, dass wenn sie umziehen, einfach für eine kleinere Wohnung genauso viel Geld ausgeben, wie jetzt für ihre größere, die sie im Moment haben. Dann wollen sie nicht raus, ist ja klar. Da wollen sie nicht raus und sie werden sich diesen Umzug teuer bezahlen lassen. Ja. Und wollen dann einfach von dir irgendwie, also je nach Größe des Apartments, aber
weiß ich nicht, 20, 30, 40.000 Euro für diesen Umzug, ob du das am Ende wieder rauskriegst, nur weil du dann sanieren kannst und höher vermieten kannst. Also da musst du einen endlos langen Horizont haben. Mhm. Würde ich nicht machen. Also ich habe Zeit, ich lasse die Mieter da drin. Ich will ja auch meine Ruhe mit der Immobilie haben. Ja. Die Mieter wollen auch ihre Ruhe mit ihrer Wohnung haben. Und so ist das Win-Win für beide. Du hörst nie was, es läuft einfach durch. Genau. Genau. Und gibt es auch irgendein Exit-Szenario, das du dir vorstellst? Also du kaufst halt immer neu, mehr, es wird immer mehr Mieteinnahmen geben, irgendwann ist alles abbezahlt. Du hast dann dein passives Einkommen durch die Miete. Ist das so deine Wunschvorstellung, was du damit bezwecken willst? Oder sagst du, hey, nach 10 Jahren verkaufe ich die nach und nach ab und kaufe wieder neue Objekte mit dem Eigenkapital? Was ist dein Ziel damit? Ja, also ich bin mit den ersten Immobilien ja schon aus der Spego raus. Ja. Und wenn die jetzt leer werden sollten, weil die Mieter jeweils kündigen, dann würde ich sie, glaube ich, schon an den Markt bringen. Mhm. Vielleicht nicht ganz aktuell. Also jetzt im Moment haben wir ja, gut, Eigentumswohnungen sind relativ preisstabil. Ja. Aber ich habe es ja jetzt nicht eilig mit dem Verkauf. Also wenn, dann würde ich vielleicht mal gucken, irgendwie wann sich die Stimmung so ein bisschen wieder aufhält. Das merken wir ja auch ganz gut im Büro. Dann mit den Transaktionen. Aber ich würde sie schon an den Markt dann bringen. Also wenn sie aus der Speko raus ist, würde ich verkaufen. Mhm. Wenn ich den Preis kriege, den ich mir ungefähr vorstelle. Mhm. Und würde dann das Geld, was ich da rausbekomme, als Eigenkapital für eine größere Immobilie nutzen. Mhm. Sodass halt sukzessive eigentlich die Immobilien größer werden. Würdest du nochmal Geld in die Hand nehmen, bevor du es verkaufst, damit es halt nochmal schöner ausschaut? Also eigentlich genau das Gegenteil, wie wenn du ankaufst, machst du jetzt. Also du verkaufst die Wohnung leer, wenn sie gut aussieht. Ja. Du kaufst sie vermietet, wenn sie nicht gut aussieht. Und genau, das ist halt genau das antizyklische Handeln. So machst du einen guten Deal im Ankauf und im Verkauf. Hast du jeweils beides mal die große Wertschöpfung halt mitgenommen auf deiner Seite. Genau, also wenn es so ideal läuft, dann ist es so, wie du sagst. Genau. Ja. Und dann hast du auch irgendwann dir ein Ziel gesetzt, wie viel Wohnung du haben willst in x Jahren oder lässt es einfach auf dich zukommen? Habe ich ehrlich gesagt nicht. Also muss einfach mal gucken, was es so an guten Investments gibt. Und ich will es ehrlich gesagt nicht übers Knie brechen. Also wenn ich keine gute Immobilie finde, dann die sich rechnet, halt sein, lässt es halt sein. Ja, macht doch Sinn. Ja, gut. Dann können wir nochmal eigentlich zusammenfassen. Es macht Sinn, Immobilien zu kaufen, die für einen selber nicht immer in Frage kommen, aber als Investment Case halt sehr gut sind. Ja, absolut. Und dass man da halt über der Emotion drüber stehen muss und einfach mal rechnen vielleicht, anstatt nur die Augen entscheiden lassen. Ja. Und noch eine Frage, die sicherlich viele Zuschauerinnen jetzt haben werden. Wie viel Gehalt brauche ich monatlich, um halt da überhaupt mal was machen zu können? Für eine Wohnung, sage ich jetzt mal, eine Einzimmerwohnung für 150, ich sag mal, eine Einzimmerwohnung für 150.000 Euro gibt es in Deutschland im Speckgürtel jeder Großstadt auf jeden Fall. Ja. Wenn man eine Weile sucht, gibt es auf jeden Fall. Als Beispiel jetzt, wie viel Gehalt sollte jemand mitbringen und oder wie viel Eigenkapital. Also wenn jemand ganz viel Eigenkapital hat, dann braucht er nicht so viel Gehalt. Wenn er viel Gehalt hat, braucht er nicht so viel Eigenkapital. Das ist ja so ein Henne-Ei-Thema. Hm. Mal beide Szenarien. Jetzt mal angenommen, man verdient 5.000 Euro brutto im Monat. Braucht man dann überhaupt Eigenkapital, deiner Meinung nach, oder nicht? Also ich würde es jetzt nicht unbedingt mit dem monatlichen Gehalt irgendwie abstufen wollen, sondern du brauchst Eigenkapital, gerade im heutigen Markt, du brauchst zwischen, also mindestens 30 bis gut wären 50% des Kaufpreises. Und da musst du halt eine Weile stricken, du musst eben echt Gas geben in deinem Job, du musst zurücklegen, sparen. Also brauchst du das Geld und musst es auch einsetzen oder brauchst du es nur zum Nachweis für die Finanzierung? Du brauchst es zum Nachweis, aber ich würde es auch größtenteils einsetzen. Ja. Also ich habe es ja auch so gemacht und ich fühle mich damit sicher. Also es ist, glaube ich, auch ein Thema für viele Frauen, Sicherheitsaspekt. Ich bin natürlich auch so, ja, ich gehe auch nicht auf extremes Risiko. Das will ich nicht, ist nicht mein Naturell so. Mhm. Und deswegen habe ich eben auch eine Menge von dem Eigenkapital, was ich hatte, eben auch immer eingesetzt, um eben nicht so einen hohen Betrag an Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Das ist jetzt wirklich ein Typ-Thema. Also ja, man kann die Finanzierung prüfen bei der Bank und das Fremdkapital alles nehmen, was sie dir anbieten. Mhm. Möglicherweise Eigenkapital sparend unterwegs sein und eben relativ hoch finanziert da reingehen.
Ich habe immer ein bisschen mehr Eigenkapital genommen, vielleicht auch als ich brauchte, aber es hat mir Sicherheit gegeben in der Transaktion und immer ein gutes Gefühl, dass ich nicht so einen hohen Verschuldungsgrad habe, also keinen übermäßig hohen. Ja, also ein paar Schulden sind ja auf jeden Fall kein Fehler. Also gerade bei vermieteten Eigentumswohnungen sind diese Schulden, die du da machst, keine schlechten Schulden. Also es gibt ja wirklich schlechte. Wenn du dir jetzt irgendwie einen Fernseher auf Raten kaufst oder ein Auto liest oder so ein teures, großes, schönes, sind aus meiner Sicht schlechte Schulden, die du da hast. Aber ein Darlehen abzubezahlen für eine vermietete Eigentumswohnung, wo du passives Einkommen generierst, ist absolut keine schlechte Verschuldung. Also es ist eine positive Verschuldung. Alles klar. Gut, dann denke ich, haben wir jetzt mal grob den Rahmen abgesteckt von so einem Ankauf von einer Immobilie, wie man auch als Frau halt hier erfolgreich investieren kann. Deswegen hoffe ich, dass ich die eine oder andere Dame hier motivieren konnte, dass wir die eine oder andere Dame motivieren konnten, was zu kaufen. Vielleicht hast du ja auch hier in Berlin, wenn jemand in Berlin Immobilien kaufen will, als Kapitalanlage, hast du vielleicht auch ein bisschen was zum Verkaufen, wer weiß. Und nichtsdestotrotz empfehle ich euch halt hier mal das Buch zu lesen, das noch ein paar weitere Informationen, die ein bisschen tiefer reingehen, wie das, was wir jetzt hier abstecken konnten. Und in dem Sinne, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Also ich würde immer dafür plädieren, dass man es auf jeden Fall umsetzt, dass man klein anfängt und dass man früh anfängt. Also klar, wir hadern alle miteinander. Wir haben alle irgendwie den Teufel und den Engel auf den Schultern sitzen und mal an einem Tag spricht irgendwie der Teufel lauter und an einem anderen Tag die positive Stimme lauter. Also einfach wirklich in die Umsetzung kommen, nicht auf bessere Zeiten warten. Der optimale Zeitpunkt kommt nie. Ja, also ich mache es ja auch nicht, warte auch nicht auf irgendeinen Moment X. Also wie soll der aussehen? Also weißt du ja nicht, es gibt so viele externe Einflussfaktoren. Genau, also ich kann es mir auch gar nicht aussuchen, wie sich irgendwie Zinsen entwickeln oder Kaufpreise oder so. Deshalb gucken, dass sich die Immobilie rechnet. Am Anfang, ja halt klein anfangen, nicht wahnsinnig ins Risiko gehen, würde ich auch nicht empfehlen. Muss man auch nicht. Wenn man früh anfängt, hat man lange Zeit. Ja. Und dann kann man jedes Jahr irgendwie dabei zuschauen, wie der Kredit in die eigene Tasche wächst, wie die Immobilie in die eigene Tasche wächst. Ja. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Und das würde ich ganz vielen Frauen einfach wünschen, dass sie sich das auch aufbauen. Einfach durchziehen. Ja. Genau. Super, dann vielen Dank für deine Einblicke und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Deals. Danke, Fabian. Vielen Dank.